Borg macht noch einen Test. Ich sollte ins Labor und ihm helfen. Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Spider-Man. Ja, vorweg ein bisschen was in eigener Sache. Ich kann leider eure Kommentare oder sonstiges nicht sofort beantworten oder nicht in der Spider-Man-Reihe, weil das hier halt vorproduziert ist. Und unten links habe ich jetzt so einen kleinen, unauffälligen Abonnieren-Button eingefügt. Ich weiß nicht, ob er bleiben wird oder nicht. Aber es ist einfach, ja, Werbung in eigener Sache. Denn ich würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und das soll einfach immer wieder daran erinnern, dass ihr halt abonniert. Wenn ihr Bock drauf habt, wenn nicht, halt nicht. Aber naja, mal sehen, wie es sich entwickelt. Gut, dann schauen wir mal. Zoomen erstmal ein bisschen raus wieder. Scharfschützenjagd. Wollen wir mit einer Nebenmission beginnen, oder? Starke Verbindung, Hauptmission. Ja, wenn wir schon mal hier sind, beginnen wir mit der Nebenmission. Die letzte war ja Katastrophe. Wobei, vielleicht war sie gar nicht so schwer, sondern ich einfach zu dumm. Denn es war ja hier. Hier in diesem Bereich. Und ich habe aber nur hier abgesucht, weil ich dachte, die Statue steht ja hier und das Bild war ziemlich so seitwärts. Deshalb dachte ich hier, aber es war halt, ja, hier. Deshalb war die Mission vielleicht gar nicht so schwer, sondern ich einfach zu dumm. Man weiß es nicht. Aber irgendwie vermisse ich, dass es irgendwann mal wieder Tag ist hier. Ist jetzt immer nur noch Nacht, warum? Oh. Es ist ein schmaler Grat zwischen Verschwörungstheoretikern und Leuten, die ein klares Muster erkennen. Auf diesem Grat stehe ich. Und ich bin mir sicher, Gemeinsamkeiten zwischen den Dämonenangriffen auf Oscorp und Norman Osborn zu sehen. Das Motiv? Wahnsinnige haben selten Motive. Aber es ist wohl kein Zufall, dass sie sowohl eine Säule unserer Unternehmenswelt als auch das Zentrum unserer Stadtregierung angreifen. Das ist ein Angriff auf unsere Lebensweise. Und davor habe ich immer gewarnt. Wer mir zugehört hat, ist bereit. Für alle anderen bete ich. So wäre das doch heutzutage hier. So ein bisschen Polizei. Passiert irgendwas? Alle haben gleich die Handys in der Hand hier und Kamera. Wie sucht man denn nochmal? Wie war denn das? Nee. Weiß ich nicht. So. Gut, wir gehen darüber. Aber wie gesagt, oh, so wäre es heutzutage. Da guckt ja keiner mehr. Jetzt ist alles nur noch mit Kamera. Scharfschützenjagd. Spider-Man. Jo. Haben einen Schützen geschnappt. Der war hinter Osborns Stabschef her. Es gibt garantiert noch weitere Ziele. Der Typ hatte eine Karte dabei. Das Gericht war eingekreist. Bin dran. Okay. Versuchen Sie mehr aus unserem Freund rauszubekommen. Das hier ist meine Nummer. Muss mich beeilen. Das Gericht könnte jede Sekunde angegriffen werden. Jo, erstmal klatsche ich gegen die Wand. Wenn der Schütze mich beim Ziel sieht, wird er schießen. Ich muss den Schützen erledigen, bevor er schießen kann. Hier sieht er mich nicht. Ich dachte immer, Scharfschützen haben gute Augen und so. Hat mich überrascht, was? Niemand mag Camper. Spider-Man! Auf dem Telefon des Schützen waren noch mehr Namen und Orte. Soll sich offenbar alles innerhalb von Minuten abspielen. Kein Druck. Schicken Sie mir, was Sie haben. Viele Schützen, ein Spider-Man. Ich muss schnell sein. Jeder, der je für Norman gearbeitet hat, ist jetzt ein mögliches Ziel. So kann man Osborn wohl auch zerstören. Dann will niemand mehr in seiner Nähe sein. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob die anderen Ziele näher waren. Kann sein, dass ich jetzt Scheiße gebaut habe. Werden wir gleich sehen. Bin ich richtig? Wo ist der Attentäter? Gute Nacht. So. Minus eins macht zwei. Oh, der eine ist richtig weit weg. Ich
Was soll's. Schaffen wir. Nichts ist unmöglich hier. Spidey-Time. Ich muss mir alle möglichen Nester für Scharfschützen ansehen. Ganz ruhig. Sicher. Nur noch einer. Schnell, sonst sterben Menschen. Alles gut. Noch eine entspannte Minute, Mensch. Laut der Scharfschütze muss hier irgendwo sein. Na, dem Laserpoint danach. Aber da war noch einer, glaube ich. Boom. Gerade noch. Gut's Nächtle, mein Freund. Alle drei Schützen erledigt. Ist jetzt alles gut? Nicht ganz. Unser Schütze sagt, dass seine Jungs Touristen als Geiseln haben. Sie richten alle hin, wenn wir ihn nicht freilassen. Anhand der Funkmasten haben wir eine wahrscheinliche Position. Aber die schießen, wenn sie Kopf sehen. Verhandeln Sie mit ihnen. Halten Sie sie hin. Ich nehme Ihnen Ihre Druckmittel weg. Die hinterlassen keine Zeugen. Wenn ich die Geiseln nicht rette, sind sie tot. Jetzt wird's wild hier. Wenn die mich sehen, töten sie die Geiseln, bevor ich bei ihnen bin. Ach was. Unsere Forderungen sind einfach. Lassen Sie unsere Kameraden frei oder die Geiseln sterben. Wenn man mich sieht, sind die Geiseln tot. Muss sie unbemerkt ausschalten. Das ist jetzt nicht so schön. Das kann nicht wahr sein. Warte mal. Geht nicht, warum nicht? Schlaf schön. Schlaf schön. Ah, da hinten kommt schon wieder ein. Keine Inhaltetaktik mehr. Keine Spielchen. Warum tut die Polizei das nicht? So. Schlaf gut. Schlaf gut. Ah, da kommt schon wieder einer. So. Was hat er denn? Nicht schnarchen. So. Ich glaube, das waren alle hier oben. Scheiße, den hätte ich packen können. Bin mir nicht sicher, ob die das mitkriegen. Versuchen wir. Ja, unser Mut wurde belohnt. So. Und den wieder dahin kleben. Da geht das. Hier. So, dann können wir den jetzt nämlich darüber locken. Ja, natürlich, das kriegt er nicht mit. So, aber den. Jetzt werden wir mal dahin latschen. Geh doch ein Stück weiter, Mensch. Mach mal Pause. So, Glück gehabt, würde ich sagen, ne? Danke nochmal, Spider-Man. Hätte böse enden können. Ohne euch hätte ich nichts davon gewusst. Wir sind ein gutes Team, Officer. Hey, vielleicht bringen Sie ja ein paar Ihrer Kumpels dazu, mir zu helfen, statt auf mich zu schießen. Ja, eine Hand wäscht die andere, ne? Stufe 30. Plus 5% Schwing.
Geschwindigkeit. Gucken wir mal, was wir hier Neues kriegen. Anzüge gibt's auch. En masse hier. Das ist, glaube ich, der aktuelle. Also zurzeit läuft ja dieser neue Film im Kino von Spider-Man. Und ich glaube, das ist dieser Anzug, oder? Den er dort trägt. Oder sowas in der Art. Und ich glaube, an den Finger ist er ein bisschen anders. Ja, so nicht. Vielleicht gibt's den hier auch einfach gar nicht. Oh, was denn das? Was wie Spawn. Kennt ihr Spawn? Spider-Man 2099, schwarzer Anzug. Das ist Spawn, definitiv. Absorbiert eingehenden Schaden, ohne den Kombozähler zurückzusetzen? Ja, verringert genommene Explosionen und Raketenschaden. Ja, aber nee. Wir haben wieder zwei Fertigkeitspunkte. Netzschlag-Takedown. Den wollten wir, ne? Glaube ich. Haben wir letztes Mal gesagt. Ja, den nehmen wir jetzt auch. Ohne Diskussion hier. Zack. Ruckele, zuckele. Was Neues? Welchen? Bodenschlag ist neu. Ja. Was wollte ich denn jetzt? Achso, ich wollte die Dings hier machen. Bei den Geräten gucken. Hier schon wieder was geht. Okay, den können wir jetzt herstellen. Hopp. Den auch. Jetzt machen wir hier weiter. Zack. Zack. Ah, Strom. Strom ist eigentlich nicht so wild. So. Ah, ich hätte den eigentlich gemacht. Ganz gerne. Achso, den hat man noch gar nicht hergestellt, oder wie? Und den auch nicht. Den auch noch nicht. Suspensionsmatrix. Erschütterungsschlag. Muss man noch neu? Nichts mehr. Kleinen Moment. Spricht über etwas, das ich schon lange geahnt habe. Also ich steige gestern aus der Badewanne und sehe zum Fenster. Bin wieder da. Und was sehe ich? Spider-Man schwingt vorbei, als wäre es seine Wohnung. Ich war nackt. Sie haben ein Mitgefühl, Madam. Wenn man sich vorstellt, welche abartigen Leute sich überhaupt erst so verkleiden, ist es nicht mehr weit bis zu erbärmlichen Spannern. Da ist es egal, ob man im Erdgeschoss oder im 30. Stock wohnt. Ziehen Sie die Vorhänge zu, verriegeln Sie die Fenster. Ein perverser Netzspinner ist unter uns! Ich glaube, ich muss meine ganzen anderen Videos nochmal durchgucken von der Spidey-Folge. Wenn ich die irgendwo nackt gesehen habe, das muss ich mir angucken. Nee, also die Unterbrechung war gerade, mein Hund ist in der Lage, die Türen auf und zu zu machen und ja, das hat er gerade getan. Da muss ich die Tür kurz zumachen, denn sonst hätte es gezogen. Also vom Wind mäßig, ne, es zieht. So, jetzt Hauptmission.
Ja, wie gesagt, dieser neue Banner da unten soll keineswegs irgendwie aufdringlich wirken oder sonstiges. Könnt ja reinschreiben, ob er euch zu groß ist, ob er nervt oder sonstiges. Er soll lediglich daran erinnern, wie gesagt, dass man abonniert. Ich kenne das selber. Manchmal guckt man was und denkt man sich, scheiße, ich wollte eigentlich abonnieren. Habe ich vergessen. Klar macht man das dann nachträglich, aber ja, es ist einfach, ne, Werbung in eigener Sache. Das muss sein. Es gehört dazu. Auch wenn ich da nicht so der Fan von bin. Aber ja, es gehört einfach dazu. So, dann wollen wir jetzt mal hier gucken. Ach ja. Wieder geträumt, deshalb habe ich gar nicht geredet. Ich habe meinen Hund beobachtet, wie er sich sein Bettchen gemacht hat in seinem Korb. Ausnahmsweise mal in seinem Korb und nicht in meinem Bett. Hey, tut mir leid, bin zu spät. Morgen, Parker. Moin, Doc. Ach, ist egal. Otto, ich weiß es selber nicht. Seitdem ich die letzte Zeit hier spiele, ist immer dunkel. Ich komme gleich zu dir, Brudi. Wollen wir uns hier mal wieder mit beschäftigen, ne? Haben wir ja lange nicht. Der? Wollen wir mal sehen. Ich glaube, der war schon falsch. Sind doch nur zwei so scheiß Balken. Das kann doch nicht so schwer sein. Oder ist es der? Der? Und der? Ach du Kacke. Überall jetzt so. Der? Und der? Yo. Kann ja hier eigentlich nur noch der. Der. Ja, sieht doch gut aus. Zack. Substanz identifiziert. Ich hab's. Galliumphosphid. Nanodraht. Keine Ahnung. Kann ich nicht aussprechen. Da bin ich nicht so stark drin im Aussprechen. In Dinger aussprechen. Analysiert. Zeit für ein bisschen Wissenschaft. Oh. Das ist bestimmt richtig kompliziert jetzt hier, der hier. Der deckt den ab. So. Nö. Was habe ich mir dabei nur gedacht? Vielleicht der? Nee. Warte mal. Der hier? Der hier? Oh, da sind jetzt deutlich zu viele. Aber sowas von zu viele. Jetzt habe ich wieder den genommen, ne? Nee. Jetzt mache ich, glaube ich, das gleiche nur andersrum. So, der. Der. Was habe ich hier gemacht? Nein. Fangen wir mit dem hier an. Gucken wir mal, was der hier. Vielleicht ist der leichter hier. Achso, ich löse den. Ah. Der muss auch da bleiben. Ist jetzt, wieso ist jetzt. Achso. Ach, der ganz außen. Ja,
Und dann kriege ich den nicht weg. Oh, ist das blöd. Joa. Geduld, Geduld. Ist für einer nicht schlecht, der ganz hinten sitzt. Das kann ja eigentlich nur der hier sein. Warum habe ich eigentlich nicht den hier genommen? So. Denn jetzt kann es ja eigentlich nur noch einer sein, der noch hinten ist. Das ist der hier. Nee. Ich glaube sogar, es ist der hier. Nein, nicht der. Der hier. Eventuell. Jetzt. Den. Und. Ich hatte eben noch einen Plan. Die Musik dazu ist jetzt sehr passend, weil ich mich hier wieder anstelle wie Kalle Doof. So, der. Der. Nee. Oh, Mensch. So, mal kurz konzentrieren jetzt hier. Geht gut los. Letztendlich haben wir nur drei, die nach ganz hinten können. Wir fangen jetzt mal mit denen hier an. So. Jetzt nehmen wir mal den hier. Und jetzt. Und jetzt. Ist der aber falsch? Den hatte ich doch gerade. So. Auch scheiße. Kompliziert, kompliziert. Kann es eigentlich nicht sein, weil er den da wegmacht. Und ich habe für den aber keinen. Oder? Jetzt würde er den zu dick machen. Oder? Nö. Und den. So. Warum ist da noch einer? Warum ist da noch einer? Ich glaube fast, es ist gar nicht so schwer. So. Grenzt man das Ganze ein bisschen ein. Warum ich das jetzt geschafft habe, kann ich euch nicht sagen. Reiner Zufall. Okay. Der hier. Ach, hör auf. Erst kriegt man es gar nicht geschissen und dann plötzlich blub. Das sieht gut aus. Oh Mann. Jetzt Prüfung, oder? Fertig. Gibt's denn, gab's hier noch irgendwas? Doc liebt die. Er hatte sie an der Universität bei der Arbeit mit radioaktiven Isotopen auf. Er sagt, durch sie bleibe er demütig. Ja, Brille kennt man.
Was ist das, Doc? So ein Material habe ich noch nie gesehen. Dient zum Verschweißen. Unglaublich, was? Die magnetische Isolierung begrenzt die Kreuzkontamination zwischen der neuralen Schnittstelle und den Armen. Ah ja. Ja, das ist die Hall of Shame. Wir gehen zu Doc. Haben wir ihn schon in seinem Büro? Ich erinnere mich noch gut an mein Bewerbungsgespräch. Ich hatte Flecken auf meinem Hemd und war 10 Minuten zu spät, weil ich einen Überfall verhindern musste. Ich kann immer noch nicht fassen, dass Doc mich eingestellt hat. Ich hoffe, er bereut es jetzt nicht. Hey, das ist so eine Hebebühne für Autos. Ja? Die müssen schneller reagieren. Bin dran. Unter 3 Millisekunden wäre gut. War das mal eine Autowerkstatt? Aber wie sind denn die Autos hier hochgekommen? Ich meine, wir kommen immer vom Dach rein. Naja, man weiß es nicht. So, was willst du von uns? Octavius Industries. Aktuelle Reaktionszeit 5,7 Millisekunden. Zielreaktionszeit 3 Millisekunden. Was muss ich machen? Okay, vielleicht eine Optimierung des Lastrelais. Ach so, einer. Boom. Aber was brauchen wir eigentlich? Eins. Ach, ich muss da ganz hoch. Was soll denn der Quatsch? Da. Da. Jetzt habe ich aber keinen mehr. Muss ich den hier wegnehmen? Tausch den mit den hier. So, jetzt habe ich auch wieder einen für hier. Blub. So. Der will mich doch verarschen. So. Sehr schön. Okay, und jetzt? Ist wohl irgendein Widerstand im Neurosensorkreis. Was sind wir hier gerade den Beginn von Dr. Octavius? Also von Doc Ock, dem mit seinen Armen und sowas? Aktuelle Spannung 3, Zielspannung 4. Da geht's nicht lang. Aber hier. So. So, jetzt haben wir 6. Das wollen wir ja nicht. Zwar 5. Den kriegen wir nicht weg. Den auch nicht. Den auch nicht. Das heißt. Ja, was heißt das? Ja, so einen doppelten haben wir auch nicht. Den kriegen wir nicht weg. Ach, wir gehen hier lang. Ah, wir bauen uns einfach einen eigenen. Okay. Fertig. Hab schon gedacht, ich muss beide roten einbeziehen. Was wollte er nochmal? Reaktionszeit 3? 3, ja. Das Störverhältnis ist echt brutal. Ein neuer Signalprozessor reduziert den Lag. Von mir aus machen wir auch das. So, Zielspannung 5. Wir haben starke 0. Fangen wir mit der 1 an, ne? Wir können ja hinterher noch ausbessern. So.
Machen wir hier jetzt mal eine 4 drauf. Ah, da kommen noch 2. Scheiße. Ich glaube, das war zu viel. Ja. So. Nee. Müssen hier schon rein. So. Jetzt haben wir einen 5er. Hier müssen wir wieder einen hinmachen. Dann müssen wir wieder einen 2er. Jetzt haben wir aber 2 zu viel. Machen den weg. 2 zu viel, ne? Einer noch zu viel. So. 2,8, Junge. Richtig unterboten. Wie mit dem Navi. Versuchen wir auch ständig Ankunftszeit 17:53. Wir versuchen schon früher da zu sein. Upload abgeschlossen. Hab es, Doc. 2,8 Millisekunden. Gute Arbeit, Peter. Ach du Scheiße. Wie vielen Menschen diese Technologie wirklich helfen würde? Hüt? Ja. Hör auf. Kann er mit seinen echten Armen bestimmt nicht mal. Wird. Was soll denn der Quatsch? Würde man kleinen Erfolg nennen. Ich würde das eher unglaublich nennen. Die Bälle geil ausgesehen. Brauchen Sie Hilfe? Ja. Er will sich selber nicht trennen. Doktor, oder wie? Was fehlt ihm? Ist das so offensichtlich? Meine Ärzte nennen es degenerative neurologische Störung. Vermutlich durch den Umgang mit toxischen Chemikalien in meiner wilden Jugend. Das tut mir leid. Kann ich irgendwas tun? Sie tun schon was. Das Schlimmste daran ist, es betrifft ausschließlich die Muskulatur. Der Geist arbeitet weiter, aber kann nicht mehr handeln. Nur Sie wissen davon, Peter. Ich möchte, dass das so bleibt. Selbstverständlich. Vielleicht suchen Sie sich lieber etwas mit mehr Zukunft. Der Grund, warum ich hier arbeite, ist das, was Sie hier oben haben. Und das verschwindet nicht. Und ich auch nicht. Sehr gut. Oh, Peter, bevor ich es vergesse, es gibt da einen faszinierenden Artikel über Möglichkeiten für die neurale Schnittstelle. Ich schaue es mir an. Danke, Doc. So, da waren wir schon. Ja, unser guter Dr. Otto ist wohl krank. Direkte Schnittstelle mit den Basalganglien. Aufregend und riskant. Ich weiß nicht, Doc. Man braucht ein Gallium-Seiden-Array, damit das klappt. Und selbst dann ist das Verletzungsrisiko hoch. Gallium, genial. Und die Risiken kriegen wir noch in den Griff.
Hätte mal die Klappe gehalten. Doc ist sehr krank. Er könnte die Kontrolle über seine Motorik in einem Jahr verlieren. Und wenn wir nicht aufpassen, macht ein intrakranielles Implantat es nur schlimmer. Bis zur Persönlichkeitsveränderung. Wir müssen vorsichtig sein. Also, immerhin weiß ich jetzt, dass es, ja, gleich 8:55 ist. Kommst du heute Abend vorbei? Doc, tut mir leid. Meine, Tante schreit. Kein Problem, Peter. Ich wollte ohnehin gerade Pause machen. Aber erst noch die Telemetriedaten. Danke. Dauert nur ein paar Stunden. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal angucken, ob das eine Werkstatt war. Also mal nach da unten, auf dem Boden, wie die Autos da reingekommen sind. Da war auf jeden Fall eine Bühne. Vielleicht ein bisschen klein für eine Bühne. Nee. Ah ja, hier, tatsächlich. Okay, hab nichts gesagt. Hi, May. Lass mich raten. Verspätung? Nein, bin sogar schon unterwegs. Hast du was von Miles gehört? Nein, aber seine Mutter meinte, er kommt, also... Gut, ich komme gleich. Bis dann. Das altbekannte Ich komme gleich. Machen wir da erstmal weiter? Was haben wir hier? ESO, den gucken wir uns auch mal an. Liegt ja auf dem Weg. Ne, er möchte nicht mehr schwingen. Alle ab. Gefängnis Raft das Licht flackern sehen. Das lag nicht daran, dass einer der Insassen auf dem elektrischen Stuhl saß. Nein. Anscheinend ist jemand auf die gute Idee gekommen, dass der Wiederholungstäter Electro für Kost und Logis zahlen soll, indem er das Gefängnis mit Strom versorgt, um so Steuergelder zu sparen. Es verwundert mich, dass er Arbeiten ebenso hasst, wie das Rauben und Morden liebt. Also mussten sie wieder ans städtische Stromnetz. Oh. Wohl auch der Grund dafür, dass die Sicherung rausspringt, wenn ich Mikrowelle und Toaster gleichzeitig benutze. Er ist so ein Freak. Tick-Tack. Spider-Man, mein Tracker hat noch mehr Leute von der Party entdeckt, die vielleicht... du weißt schon. Er heißt Ethan Albright, Lehrassistent Biochemie. Oh, hör auf. Ist nicht zum Kurs erschienen. Meine Software hat ihn auf einem Foto entdeckt, aber er fehlt auf anderen Fotos vom gleichen Ort. Wir müssen es probieren. Ich versuche, den Ort zu finden. Danke. Philips Foto ist wieder meine einzige Spur. Ich muss den Ort finden. Auf dem Foto sieht man Hochbahnen. Wie die in East Harlem. Ich werde jetzt einfach immer, wenn ich diesen Typ sehe, einen Abgang machen. Eastside? Harlem. So, da wollen wir hin. Irgendwo. Eine verzögerte Reaktion, nicht gut. Vielleicht laufen solche verdorbenen Zeitbomben überall in Manhattan rum. Ich glaube, das ist sehr weit nördlich der ESU. Und wo ist die ESU? Die Bar ohne Namen. Sehr kreativ.
sind alle zusammengesessen. So, hey, wie nennen wir unsere Bar? Ach, mir fällt nichts ein, keine Lust mehr. Ja, dann bleibt sie namenlos. Sehr gut. Paar Tricks machen hier, wa? Den hier finde ich am geilsten. Ja, man sollte dann aber auch, Dies Verderbtheit ist erschreckend. Wirklich niemand ist sicher. Bin ja an feindselige New Yorker gewöhnt, aber das ist ein ganz neues Level. Gut, dass ich Philipp auf meiner Seite habe. Der Typ hat ganz schön was drauf. Ja, für diesen Weg hätte ich wahrscheinlich doch die Schnellreise nehmen sollen. Shit happens, was soll's. Ich glaube, die Gleise sind in East Harlem. In East Harlem? Ich habe nur Harlem gefunden, Brudi. Also meint er wohl einfach im Osten von Harlem. Ich hoffe, das ist nicht wieder so ein Kack wie das letzte Mal. Wie lange habe ich da gesucht? 20 Minuten? Ich sehe Hochbahnen. Die sind nordöstlich von der ESU. Anscheinend ist am Ende der Gleise eine Brücke. Am Ende der Gleise eine Brücke. Hochbahn könnte Harlem bedeuten. Falscher Ort. Ich muss zu den Gleisen in East Harlem. Das hier ist es nicht? Mhm. Machen wir hier weiter. Wenn ich die Hochbahnen in East Harlem finde. Ich glaube, die Gleise sind in East Harlem. Ja, was denkst du, wo ich hin will? Könnte es der hier sein? Oder hier? Oder. Der hier vielleicht. Hochbahn könnte Harlem bedeuten. Ich glaube, das ist sehr weit nördlich der ESU. Ja, aber wo ist denn die ESU? Wenn ich die Hochbahnen in East Harlem finde, kann ich sie bis zu dem Ort verfolgen. Kann doch nicht so schwer sein, hier so ein paar Gleisen zu finden. Rucksack mitnehmen hier. Keine Ahnung, wer diesen Comic von mir gemacht hat. Da hat jemand Talent. Sehr gut. Guck mal, hier ist auch Bahn. Das sind die falschen Gleise. Ich probiere die in East Harlem aus. Ach, East, ich war ja hier, das ist doch Westen, Mensch. Muss mir noch mal einer sagen. Ihr wusstet das bestimmt schon, ne? Habt jetzt alle da gesessen und gedacht, oh, so ein Idiot.
Anscheinend ist am Ende der Gleise eine Brücke. Ihr habt recht. Ja, da sieht's doch schon aus wie Schienen. Zack. Hier ist es. Keine verdorbenen Studenten. Aber sie scheinen hier gewesen zu sein. Randaliert. Moin, mein Freund. Was ist passiert? Ein Haufen Wahnsinniger ist ausgerastet. Die waren high oder so, sind die Straße hochgerannt. Ich muss sie finden, bevor sie jemanden ernsthaft verletzen. Hallo, Officer. Die waren high oder so. Auch Hai oder so. Hilfe! Da sind sie. Beenden wir das. Hilfe! Bitte helft uns! Ja doch, ich komme ja schon. Mach das doch mal. Aber warum wehrt sich denn hier keiner? Lee hat viele Leute auf der Halloween-Party verdorben. Hier einfach alle vermöbeln, was ist denn los? Je schneller ich euch wieder in Ordnung bringe, desto besser. Sie sind überall verschwunden. Wie alle anderen. Da. Wir gehen hier zu 8 auf 1. Tür ist abgeschlossen. Keine Zeit für Höflichkeiten. Noch jemand? Ich glaube, das war's. Der Sound kam nicht ganz mit. Ich habe meinen Latte getrunken und an den Überfall von damals gedacht. Und diese Menschenmenge gesehen. Und es war, als ob ein Schalter umgelegt würde. Alles ist jetzt gut. Aber du solltest auf entkoffiniert umsteigen. Bei allem Respekt, aber so wie er spricht, so wie er sich bewegt, bin ich mir nicht sicher, ob er eine Latte getrunken hat oder... Ja, egal. So, ist das jetzt wieder der mit den Bildern hier? Den flipp ich aber aus. Du bist da. Wie heißt sie? Internetberühmtheit. Tombstone. Was baut er da drin bloß? Ja, wir machen jetzt einfach diesen Bereich hier leer. Also, fertig. Spider-Männer. Gönnen uns mal die Nebenmission hier. Internetberühmtheit. Ey, jetzt war es gerade Tag, ich hab's nicht mitgekriegt, jetzt wird's wieder dunkel. Toll. Da kommt natürlich Freude auf. Die Screwball Challenge? Ich weiß nicht, was das ist. Niemand weiß das. Das ist ja das Tolle. Mach ein Foto von dem Code an der Wand und es geht los. Ganz einfach. Es ist für die Bedürftigen. Tja, in dem Fall. Kannst du mal weggehen? Hab's. FM! Du hast die Herausforderung angenommen. Willkommen bei meinem Stream. Ach, BTW. Jetzt, da du an Bord bist, steigen die Zuschauerzahlen wie verrückt. Und so funktioniert's. Der Matrix-Barcode, den du geknüpft hast, sendet dir die GPS-Koordinaten eines weiteren Codes in der Gegend. Hört sich alles recht zeitintensiv an. Sorry, aber ich muss Leuten helfen. Oh, lustig, dass du das sagst. Denn das hier gibt den Bedürftigen ganz besonders einer. Der letzte Matrix-Barcode verrät dir den Standort eines... Jetzt kommt... Entführungsopfer. Was? Ich weiß! Erhöhter Einsatz um all das. Ist sie nicht telegen? Gefangen, hilflos. Wird sie verhungern? Ersticken? Die Zeit ist knapp. Das Internet sieht zu. Tschüss.
Das ist echt übel. Sie ist irre. Aber ich muss mitspielen. Der nächste Matrix-Barcode. Der wird nicht so einfach werden. Muss ich hören, oder was? Ah. Ne? Warum denn nicht? Was? Ach Mist! Gruß geht raus an meine Fans. Was? Die gerade neu im Stream. Warte. IRL bei Spidey. Yeah! Sind jetzt alle durchgeknallt? Während dieser Action-Szene lese ich euch ein paar Zeilen meiner Fans vor. Buck Forever sagt: Liebe dich, Screwball, dein Stream hat sich im Knast motiviert. Oh, Fancy Dad oh. Sagt, Ruffel, wie du J. Jonah Jameson die Toppe verpasst hast. Ruffel, Fancy Dad, absolut. Slim Gat, der Freundin, die Spidey eingebuchtet hat. Er sagt, kannst nicht erwarten, Spider-Free zu demütigen. Geht mir auch so, Slim Gat. Warte, wenn ich dich erwische, Alter. Tja, schade, Jungs. Ihr müsst zurück zur Cinnamon Challenge. Tut mir leid, Spidey. Ich kann nichts dagegen tun, wenn meine Fans so eifrig sind. Diese Leidenschaft. Hashtag gesegnet. Hast du gerade laut Hashtag gesagt? Das ist echt fast so schlimm wie die Entführung. Über den Code solltest du die Koordinaten für den nächsten Ort bekommen haben. Beeil dich. Unsere Freundin ist allein und traurig. Aber gar nicht so weit hergeholt, ne? Die macht bestimmt, also es gibt bestimmt tatsächlich welche, die würden sowas tun. Einfach um berühmt zu werden. Da ist der andere Code. Auf zwei Gebäude aufgeteilt. Das wird knifflig. Brauchen bestimmt einen besseren Winkel. Vielleicht von da? Weiter rüber. Hallo, wo willst du denn hin, Alter? Ja. Ja, das hat mit denen auf jeden Fall gar nichts zu tun. Fast, würde ich sagen. Vielleicht bin ich auch noch ein bisschen zu hoch, oder? Kinder, ich habe keine Zeit für so einen Scheiß. Wo ist denn da noch ein Gebäude, wo ich hingehen könnte? Kann ja eigentlich nur das sein. Schon den richtigen Winkel finden.
Nee. Ja, ja. Hey, wohin? Gott, ist das bekloppt. Ich höre oder wie? Ich habe das Gefühl, ich muss tiefer. Können wir dir irgendwie helfen, Spider-Man? Tut ja. Mir leid, Spider-Notfall. Bis dann, Spidey. Oh, jo. Wow. So nah war ich an Spider-Man noch nie. So, Gebäudeende. Muss ich das vielleicht im Runterfallen machen? Ah, da war's, da war's, da war's. Nochmal. Nö. Jetzt war ich zu weit. Himmel. So. Es wird wieder nichts. Hab's. Doch. Da läuft einer. Aber offenbar wollen dir ein paar meiner Fans ein kleines Care-Paket bringen. Sie sagen, dass du voll Bombe bist. Schnapp sie dir schnell, sonst tut sich noch wer weh. Das wird knapp, das wird sehr, sehr knapp. Und meine Menschen heben ebenfalls ab. Toller Job für ein einfaches Fotomann. Jetzt solltest du die Koordinaten zu unserem Opfer haben. Rette sie, bevor unseren Fans langweilig wird. Im Entertainment heißt Langeweile tot. Ist nicht weit weg von hier. Ich muss schnell sein. Nicht weit weg von hier. Na, ist aber auch was anderes. So. Ich hoffe, du bist auch hier, du Kröte. Dann werde ich dir erstmal Manieren beibringen. Erstmal Randale, auf Verdacht. Überall Kameras. Hier ist es. Kannst du mich hören? Moment, ich reiße die Tür ein. Das ist sie doch bestimmt. Spider-Man, oh mein Gott. Ich bin dir so dankbar. Für die Abermillionen Klicks gerade. Screwball. Schon krass, oder? Du solltest den Blick sehen in deinen gruseligen Augenlochdingern. Oh, schau! Noch mehr Follower! Screwball! Setz es in den Feed! TLDR, ich halte das offiziell nicht gut. Dann sag, sie sollen aufhören! Komm rüber, dreckige Spinne!
Achso, ich hab den falschen ausgewählt. Ah! Boom. Das wirst du bereuen. Du hast darum gebeten. Schluss mit den Spielchen. Bumm. Hat aber auch einen Bums drauf, der Gute. Bitte lass mich diese mit ihrem... Also ich schlag keine Frauen, ich bin echt dagegen. Aber bitte lass mich diese Alten einklatschen. Und wenn es nur so ein Klatscher gegen den Helm ist. LOL. Was wird mir denn zur Last gelegt? Ich habe gar nichts getan. Das waren alles meine Fans. Da hat sie recht. Wird schwierig, sie dran zu kriegen. Auch als Spinne fange ich langsam an, das Netz zu hassen. Ja, der war gut. So, erstmal einen dicken Schluck getrunken. Weil ihr mich ja nicht sehen könnt, ihr könnt es ja nur hören und nicht, dass ihr denkt, ich mache hier irgendwelche andere Dinge. Deshalb sage ich es euch. Nicht, weil es so ist, Alter, der hat getrunken, wie geil ist das denn? Sondern damit ihr wirklich wisst, was ich mache hier. Iron Spider Anzug. Oh, der sieht auch nice aus. Sehr, sehr mechanisch. Hier wie Vision, so ein bisschen. Kennt ihr den Vision? Vision. So. Suspensionsmatrix hält länger. Was macht die überhaupt? Erhöht die maximal schon? Achso, hebt Gegner in die Luft. Da, der ist das. Ja. Nee. Nee. Hier haben wir auch wieder was. Punkt. Oh, da brauchen wir sogar drei hier. Was ist denn das? Erhöht Schaden und Reichweite. Klingt gut. Nehmen wir. So. Haben wir nur noch zwei? Nur noch den und den haben wir. Das schmeckt ja. Machen wir den noch, wa? Aber wieder ein Kätzchen. Felicia hat ihr Ziel fast erreicht. Und ich muss noch viel zu viel absuchen. Ich muss das Gebiet eingrenzen. Jede Information hilft. Wen sie ausraubt, wo sie wohnen. Irgendwo auf dem Kasten habe ich eben gesehen. Ja, da. Bam. Bam. Ich glaube, Lonesome Pinky wohnt hier. Eine Country-Sängerin ausrauben. Das ist kreativ. Aber ich komme näher. Noch ein? Ort sollte reichen. Und da gleich weiter. Oh. Gekonnt dran vorbeigeflogen. Heißer Dampf ist die umweltfreundlichste Methode zur Beheizung von Wohnungen, doch der erforderliche Druck birgt eine Menge Sicherheitsrisiken. Diese Station behält die Systeme im Blick und gewährleistet, dass der Druck in den umgehenden Einheiten innerhalb der Toleranz bleibt. Umgebenen Einheiten. Ah. Pete, meine Mom war eine große Befürworterin der städtischen Dampfheizungen.
Sie seien umweltfreundlicher als fossile Brennstoffe, aber hohe Druckkraft kann zu Explosionen führen. Die Station überwacht den Druck in speziellen Gebäuden. Hilf mir, Oscorp von der Effizienz zu überzeugen. Bitte. Harry hat viel investiert, um das Erbe seiner Mutter zu bewahren. Wer kann es ihm verdenken? In einigen Gebäuden in der Nähe steigt der Druck rasant an. Das Problem wird anscheinend durch defekte Regler verursacht. Ich muss sie zerstören, bevor der Druck zu hoch wird und das Gebäude explodiert. Ach so. Die Stadt wird die kaputten Regler ersetzen. Ich habe keine Zeit für eine sanfte Lösung. Ja, wenn nur das Gebäude explodiert, ist doch nicht so... 15 Stück? Zum Glück sind wir wieder draußen. Mit einem gut gezielten Netzschuss kann ich sie zerstören. Jo, oder ich schwing erstmal dran vorbei. Jede Wette beginnt Jameson seine Show morgen mit einer Spider-Man verwüstet Gebäude-Story. Darf keinen vergessen. Einer alleine kann eine Explosion auslösen. Zu viele Leute im Gebäude. Keine Zeit zum Evakuieren. Jetzt liegt's an mir. Die kann ich problemlos zerstören. Die Stadt kann sie leicht reparieren. So. Auf der anderen Seite ist noch einer. Also hier irgendwo. Ne, hier. Boom. Dann geht's hier drüben weiter. Habe ich ihn getroffen? Tatsächlich. Dafür den nicht. Und den auch nicht. Ne, ich bin zu weit weg. Himmel. So. Wo geht's weiter? Das ist der nächste. So. Okay, schnell aufs Dach und sicherstellen, dass der Druck korrekt abgeführt wird. Schnell aufs Dach, okay. Hätten wir hier nicht einfach einen Hahn oder so zumachen können? Wo bleibt mein Spinnensinn? Alle sind in Sicherheit. Ich hau besser ab, bevor mich hier für jemand haftbar macht. So. Hier gibt's einen Rucksack. Siehst gut aus, Spidey. Dieses Stück von Mysterios Helm war die Inspiration für meine Linsen. Los, zeig mich an, Goldfischglas. Goldfischglas. Oh, hey. Gebäude. Ey, schon mal gar nicht, Freundchen, ne? Graffiti oder was? Wunderschön! Ach ja, die gibt's ja auch noch. Wir haben wohl eine Bombe. Verfügbare Officer zum Garvey Park. Haben wir eine Bombe, hat sie gesagt, oder habe ich mich verhört? Ach, Dämonen wieder. Fragen mich, was sie tun können, jetzt, da ihnen die Gefahr langsam bewusst wird. Ach, gäbe es da doch nur eine... Wo denn? Hä? Ohne was zu sagen? Gute Nacht! Ich sagte kein Rathaus mehr! Warte mal. Netzblüte, den wollen wir. Das war mein Ernst. Lief gut. Ich kann das Hauptgerät einschärfen. Das war's schon. Okay.
Die Auslöser sind in Serie geschaltet. Wie viel brauchen wir denn? 6? Wo auch immer der hinführt. Und jetzt? Achso, so einen habe ich noch. Ah. Da steckt schon einer. Ja. Kommen wir 4 rein. So. Und noch einer. So, und der Schlüssel. Hab den Schlüssel. Oh nein, die Notsicherung. Die Timer der anderen Bomben laufen. Ich muss schnell sein. Schnell ist gar kein Ausdruck. Muss der Blitz sein, Alter. So. Der klebt ja einfach an der Wand, oder was? Ja, natürlich. Wir haben sie nicht hängen gekriegt mit der Feuerwehr. Mein Team beseitigt die Bomben. Reife Leistung, Spider-Man. Danke. Ich helf gern, Officer. Toll. So, weiter. Wo geht's weiter? Eigentlich wollen wir doch mal ursprünglich hier hinten. Naja. Toi, toi. Was ballert denn da rum? Was ist denn los hier? Die Dämonen zetteln einen Krieg in der... Seid ihr jetzt Terroristen oder Verbrecher? Ich verwechsel das nämlich immer. Da ist eine Taube. Oh, weg ist sie. Oh, der Dank in euren Gesichtern ist mehr wert als sie. So. Sie ist weg. Da war ich doch noch nicht, oder? Hey. Gut, dann schnappen wir uns die Taube. Howards Taube. Mist, ich muss sie kriegen. Fressen Tauben eigentlich Spinnen? Hallo. Zu langsam. Oder zu blöd. So. Howard? Rufst du nicht an? Nö, tut er nicht. So. Doch da mal helfen, ne? Wie viel haben wir denn hier? Oh, 2 von 5. Eine Schießerei. Das ist für keinen gut. Hey! Können wir das friedlich regeln, wenn ich Kuchen hole? Wenn ich Kuchen hole. Ja.
die mich gerade gerettet? Handschuhe aus! Einfach wunderbar! Sicher doch, du harter Hund. Ein neuer Tag und wieder mal ein Dutzend Irre in Masken in den Knast geschickt. So. Versuchen wir es zum dritten Mal. Das Labor zu erreichen. So. Was ist los hier? Ich fühle mich nicht allzu gut bei der Sache. Tarntechnologie für die militärische Anwendung. Wir verwenden bewaffnete Drohnen, um sie zu testen. Das war mein einziges Zugeständnis an Dad. Hoffentlich überzeugt ihn das davon, dass sich die Finanzierung der anderen Stationen lohnt. Natürlich geht das auch wieder nur im Dunkeln. Wie auch sonst. Ach ja. Diese Station könnte sicher sein, denn hier testet Oscorp militärische Ausrüstung, Tarnvorrichtungen. Aber ich will keine Tests mit bewaffneten Drohnen. Jemand könnte verletzt werden. Nicht, wenn ich sie teste. Mal sehen, ob ich die Tarnvorrichtung mit meinem Anzug vernetzen kann. Drücke Dreieck, um die Unsichtbarkeit zu aktivieren. Geschafft! Ah, das Energiefeld stört meine Netzgeräte. Keine sichere Methode. Oh oh, die bewaffneten Drohnen funktionieren nicht richtig. Sie sind gefährlich. Und das Selbstzerstörungssignal funktioniert nicht von hier. Aber getarnt komme ich nah genug ran, um den Zerstörungsmechanismus auszulösen. Die Drohne ist nicht weit gekommen. Ich lade die Daten vor der Zerstörung runter, so können sie das Problem identifizieren. Okay, ich muss auf 10 Meter an die Drohne ran, um sie zu stoppen. Und ich muss mich tarnen. Perfekt! Jetzt muss ich sichtbar werden, um zu den anderen zu schwingen. Naja. Was? Hä? Hallo? Nice. So. Vergesse mal den R1 zu drücken. Sorry Drohne, aber deine Daten leben weiter. Sorry Drohne. Nein. Besser du als ich. Damit hast du nicht gerechnet. Ich mach ständig was kaputt. Wollte gerade sagen, jetzt bin ich warm geworden. Und dann verkacke ich. Wieder musste eine dran glauben. Oder ist die nächste? Wieder gekonnt dran vorbeigeflogen. Was? Die hat mich umgebracht? Wieso hat die mich umgebracht? Wie? Wieso? Wie geht das? Habe ich wieder vergessen, meine Energie aufzufüllen? Kann das sein? Perfekt! Jetzt muss ich sichtbar werden, um zu den anderen zu schwingen. Ja, fangen wir halt von vorne an, ne? Hab dich! Muss ich das rausschneiden? War das peinlich, oder? Nein, die wird nichts rausgeschnitten, keine Sorge. Kaboom!
Hallo, bleibst du bitte stehen? Sorry, Drohne, aber deine Daten leben weiter. Besser du als ich. Ja. Damit hast du nicht gerechnet. Ich mach ständig was kaputt. Jetzt kletter ich hier hoch und taut sie ab, ne? Wollen wir wetten? Wieder musste eine dran glauben. Hallo? Achso. Eine Drohne weniger. Sind bewaffnete Drohnen überhaupt legal? Tarn-Spidey schlägt wieder zu. Tarn-Spidey. Der Tarnmodus war lustig, aber jetzt brauche ich meine Netze. Hoffentlich kapiert Oscorp, dass bewaffnete Drohnen in Manhattan keine gute Idee sind, wofür ich nicht die Hand ins Feuer lege. Jetzt haben sie die benötigten Daten. Die Tarntechnik ist vielversprechend, aber noch lange nicht perfekt. Ich denke, Harrys Station ist sicher. Wenn sie je die Fehler beheben, mache ich mir vielleicht einen Tarnanzug. Achso, ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt? Ich dachte gerade, der gute Taskmaster. Master greift mich wieder an. Aber den habe ich scheinbar eine Lektion für sein Leben erteilt. Der traut sich nicht mehr. Hallo? Ach, komm, hör auf, Mensch. Nimmt er denn den blöden Rucksack nicht? Das Spider-Signal. Coole Idee. Aber alle Lichtquellen, die hell genug waren, waren viel zu heiß. Aber irgendwann? Ja, wie das Bat-Signal, wa? Sowas sollte das wahrscheinlich sein. In der Art. Ne, wir sind jetzt gerade hier. Aber ich werde die Folge jetzt beenden. Schon eine Stunde 20 oder sowas. Aber wir machen direkt in der nächsten Folge weiter. Machen dann hier diesen Bezirk frei. Und dann haben wir nur noch einen. Und dann haben wir es geschafft. Können uns voll und ganz auf die Hauptmission konzentrieren. Wie gesagt, danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.